Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen Stargast bei mir, das ist meine Mama Irena. Hallo meine Lieben. Heute wird sie meine liebsten Düfte erraten, besser gesagt nicht erraten, sie wird sie bewerten. Von 1 bis 10. 10 ist die beste Note, das würde sie sich selbst kaufen, vielleicht selbst tragen. 1 ist die schlechteste Note, also geht gar nicht, stinkt nach... Sagst du mir dann, was es stimmt? Mal schauen. Genau. Sie kennt die Düfte nicht, oder manche kennt sie, sie hat sie vielleicht mal gerochen, aber meine Mutter kennt sich nicht so mit Düften aus, sie ist nicht fanatisch oder so. Sie hat ihre 1 oder 2 Signature-Düfte, die sie trägt, aber auch nicht immer, oder? Hauptsache riecht gut. Hauptsache riecht gut. Genau. Sie hat sich gesehen, welche Düfte ich ausgesucht habe. Das wird eine Überraschung sein. Mhm. Also starten wir. Alle Düfte habe ich schon auf ein Wattepad aufgetragen. Nimm und riech und sag mir, was du denkst. Oh, geil. Wow. Okay. Wow. Riecht gut? Aber hallo, vor allem erste irgendwie welche Frühlingsblümchen. Das ist wie Maiglöckchen oder sowas. Keine Ahnung. Riechst du nicht raus, welche? Das ist so eine... Bombe, für mich ist Bombe. Ja, süß. Sehr imposante Blume. Also so eine Blume, so eine. Keine Ahnung. Maiglöckchen, keine Ahnung, aber süß und sehr. Wow. Sexy, ich könnte, sexy oder anziehend, sexy oder eher. Keine Ahnung, sexy. Pyjama-Duft. Nein, nichts Pyjama. Keine Pyjama, das ist mehr. Ich weiß es nicht. Diese Duft konnte ich. Lange ist mein Geschmack getroffen. Ja, gefällt aber, dir? Aber hallo, aber das ist der erste Moment. Jetzt ist leichter Duft, aber am Anfang, ich war überwältigt. Das muss ich sagen. Er hält sehr lange, muss ich sagen. Wirklich? Er hält sehr, sehr lange. Ich habe mich schon gewohnt an diese Duft, aber am Anfang, wow. Reaktion, also, okay. Wow. Welche Note von 1 bis 10? Wie viele Düfte haben wir denn? Wir haben 6 Düfte. Vielleicht treffe ich noch besseres was. Ja, aber hat schon Potenzial. Ist schon, ja. Mehr als 3, 4, 5, vielleicht 6. Wer weiß. Vielleicht da ist mir etwas mehr. Ja, 6, 7. Besser als Durchschnitt. Höher, sehr hoch. Sehr hoch, dass sag ich das eine, kaufe. Sag mir eine Note von 1 bis 10. Bis 10. Von 1 bis 10. 10 ist die beste. Wir lassen 9, oder? 9, okay. 9. Ich schreibe mir auf. 9. So, ich zeige dir kurz, was das war. Das war Montal. Nee, oder? Roses Musk. Also ist ein purer Rosenduft. Das hätte ich nicht. Für mich gedacht. Riecht ein kleines bisschen wie nach Kirche. So Weihrauch oder so. Nein, das war was Geiles. Das war was Geiles. Boah, das ist nicht Lavendel, aber Maiglöckchen. Okay, machen wir mit dem zweiten Duft weiter. Augen zu. Augen zu. Machen wir mit diesem weiter. Ich zeige euch den Flakon. Bitte schön, kannst du aufmachen. Gefällt mir schon. Ist ruhiger wie der andere. Mhm. Aber je länger ich rieche das, gefällt mir, desto weniger gefällt mir. Nach was riecht es? Riechst du Blumen, Früchte? Nein, irgendwie welche Frucht. Riecht fruchtig. Fruchtig, auf jeden Fall fruchtig riecht. Fruchtig. Leicht, schwer der Duft. Sehr leicht. Sehr leicht für die junge Frau. Für die junge Frau, frische, morgen früh, Mittag, nicht am Abend. So alltägliche Ding. Genau. Welche Note? Kleiner als der erste. Also der erste hat 9? 7. Wir nehmen 7. Würdest du den für dich kaufen oder eher...
Ich bin kein Parfüm-Junkie. Also er, aber er nicht. Er nicht. Wenn jemand so riechen würde in deiner Gegenwart? Auf Dauer wird mir schlecht. Aber ich muss sagen, das ist bei meiner Mutter öfters so. Also sie verträgt nicht alle Düfte. Genau. Das ist normal. Das ist normal. Auch bei guten Düften. Wenn es zu viel das ist, stimmt. Ja, das stimmt. Ist angenehm, aber auf Dauer mir schon mulmig wird im Magen. Welche Note? Von 1 bis 10? Wir bleiben beim 6. Wir lassen 6. 6. Gar nicht mal so schlecht. Okay, machen wir gleich weiter mit. Wieso nimmst du das weg? So, soll ich die hier lassen? Ja, genau. Okay. Eins nach dem anderen. Genau. Ach, von hier. Von, okay. Mhm. Augen zu, kommt der dritte Duft. So. Mhm. Zuerst zeige ich euch den Duft. So, den kennt ihr alle. Und jetzt. Hier, bitteschön. Kaugummi. Geil! Kaugummi. Habt ihr das gehört? Ich habe es euch erzählt. Kaugummi. Geil! Mein Kinder, wie. Turbo. Wie, ja, genau. Wie ich im. Ich war kurz einen Moment versetzt in Kindesalter. Wir hatten so ein Kaugummi, so ein We Love Is, nur etwas schmaler. Genau. Und da waren meistens Autosticker oder so. Sticker waren dabei. Keine Ahnung, das weiß ich hieß aber Turbo. Und das, und es war so. Kaugummi. Das stimmt. Und ich werde das definitiv nicht kaufen. Nein? Mich wird das, wenn ich irgendwo das rieche, mir wird sofort Erinnerungen aus Kindheit, wie ich klein war, wie ich mit Kaugummi Blasen gemacht habe und geklebt irgendwo und so. Aber nein, leicht, sehr, sehr leicht. Leicht? Sehr, sehr leicht. Riechst du nur Kaugummi raus? Riechst du noch irgendwas, irgendwelche Gewürze oder Blumen oder irgendwas? Nur Kaugummi. 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 Welche Note? Von 1 bis 10. Also wenn der vorher 5. Noch? Wow. Es wird immer schlechter. Der erste, wenn ich... Wow, erste. Ach, ich habe dir den zweiten nicht gezeigt. Das war der zweite. Ja, dann stellen wir das. Zara. So. Der zweite, der fruchtige Duft. Er war mit Pfirsich. Mhm. Genau. Und jetzt der dritte Duft. Das war Mikalev mit der Tuberosenduft, der meiner Meinung nach Kaugummi riecht. Na, das werde ich mir nicht glauben. Aber seht ihr, das mit Kaugummi, ich hatte recht, aber riecht nicht jeder raus. Aha, nicht jeder. Okay. Kommt noch drauf an, wie die Geruchssinne von jedem Menschen sind. Manchmal, manche riechen nur das Blumige raus. Das Beste der erste ist. Oh. Rosenduft. Okay, weiter geht's. Augen bitte zu. So sieht der Flakon aus. Und bitteschön. Mir Nase schon juckt. Seife. Seifig. Sehr seifig. Sehr seifig. Wieder Seife und wieder Seife und nochmal Seife. Keine Blumen, Früchte, die Würze, keine Würze. Kann sein, irgendwie welche Gewürz. Aphrodisiak. Ylang-Ylang. Wirklich? Ja, riech nochmal, ne? Riechst du nicht? Kann sein. Natürlich ist es ja mit vielen anderen Düften verbunden, aber... Ylang-Ylang ist eigentlich schon sehr präsent. Ich habe keine Ahnung. Aber Ylang-Ylang habe ich früher benutzt für die Haare, als Verstärker, schönere Haare zu haben. Und ich kenne das. Aber riecht gut. Riecht gut? Ja. Süßlich jetzt, oder nur seifig? Je länger ich rieche, desto... Gefällt mir besser und ist sehr frisch, alltäglich. 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 Für welche Frauen? Für die Jungen, für die Älteren oder für allgemein für alle?
Hier kann, ich glaube, hier kann jede Frau nehmen. Jede Frau frisch, wirklich erfrischend. Erfrischend. Am Anfang wirklich seifig. Wie Seife. Aber jetzt riecht mir viel besser. Nicht süßlich, nicht blumig, nichts. Blumig. Blumig. Frisch, blumig. Welche Note von 1 bis 10? Ich würde sagen, ich weiß nicht, was ich habe vorher genommen. Ich würde 7 nehmen. 7. Genau, 9. Also ist mittel, also doch gar nicht, genau. Gar nicht so. Gar nicht mal so schlimm. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Weil je länger ist wichtig, nicht wichtig erster Eindruck, ist wichtig später. Und das ist. Das stimmt. Sehr angenehm. Den Duft kennst du, den zeige ich dir jetzt. Ja, den kennst du. Das ist Guerlain Terracotta. Wow. Ylang Ylang, Kokosnuss. Moment. Ja, wow, sehr Tiare, gut. Wirklich ein bisschen sehr gut. Blumig, ich finde, das riecht nach einem Urlaub, finde ich. Meiner Meinung nach. So ein Urlaubsduft, die Kokosnuss gibt ein bisschen Süße, aber siehst du, du riechst das ein bisschen seifiger. Am Anfang. Augen zu. Kommen wir zum vorletzten Duft. So, ich zeige euch den Flakon. Hier, bitteschön. Pudrig. Pudrig. Gurk. Gurke. Gurke. Ist aber nicht immer schlimm. Frisch Gurke. So am, am Anfang pudrig. Danach Gurke. Gurke. Saure sogar Gurke. Nicht frische Gurke, saure Gurke. Irgendwie Gurke. Gurke. Für mich riecht Gurke wie diese Gurkenwasser für Gesicht. Irgendwie hat das. Oder? Aber riecht, also riecht nach einem Pflegeprodukt. Genau. Pflegeprodukt. Und das werde ich mir nicht kaufen. Das ist das tiefste Punkt. Gar nicht. Überhaupt nicht. Nichts Blumiges, nichts Süßes, na, Würziges. Irgendwie wie ein bisschen eingeschlagener Duft. Ein bisschen verfault? Na, verfault nicht, aber ein bisschen zurückhaltender Duft. Das ist wie, öffnet sich nicht, will sich nicht öffnen. Ja. Er ist nicht so präsent. Nein, nein. Eher leiser. Leiser. Ganz, 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 ganz dezent. Und gefällt er dir auch nicht? Na. Du riechst Gurken raus. Gurken aus der Dose oder frische? Zuerst waren wir saure, nicht saure Gurken, diese eingelegte Gurken und jetzt wie frische Gurke. Wie diese Wasser für Gesichtswasser. Gesichtswasser, genau. Nein. Gurken. Gesichtswasser. Welche Note? 3. Genau, 3. Oh. Das ist nicht mein Ding. Mm-mm. Hier habe ich nur ein Pröbchen. Das ist von Mikalev, Ylang Ylang Gold. Finde ich, riecht ein bisschen ähnlich zu Guerlain Terracotta. Da ist auch beide Kokosnuss, Ylang Ylang, blumig. Der besser riecht. Na, wegen das. Guerlain riecht besser. Okay. Besser, ja. Alles klar. Und jetzt kommen wir zum letzten Duft. Augen zu. Ich zeige euch kurz den Flakon. Sehr, sehr schön. Und ich habe nichts gesehen. Du hast nichts gesehen? Ich hoffe. Okay, hier. Ich habe nur mich geschaut. Augen auf. Oh, ich riech's schon. Ich riech's schon. Boah, ist das stark. Ja. Boah, ist das stark. Nee, nimm's nicht so. Mach lieber etwas weiter, ja. Das ist sehr stark. Die stärkste Duft. Von allen. Von allen. Und ich würde sagen, wenn, dann am Abend und nicht, wenn heiß ist. Dann wird mir schlecht. Also eher wenn es zu kühleren Jahreszeiten. Ja. Und wahrscheinlich, also ich finde, solche Düfte sind nicht für geschlossene Räume. Na. Wenn Räume, dann etwas Größeres. Also genau. Große Räume auf jeden Fall. Irgendwie welche Gala. Ja, genau. Irgendwie genau. Große Menge, da wo du deinen Duft irgendwie, wie soll ich sagen, da wo du dich nicht vermischst mit anderen. Das ist schön, ja. Genau.
Das wird man, man wird wahrgenommen. Genau, Duft. Genau. Wenn du gehst vorbei, Leute werden sich umdrehen und wissen, aha. Und was war das? Aber für mich ist zu stark. Aber es ist schon, ich werde sagen, ist, welche Noten haben wir hier? 8. Acht. Er hat einen sehr großen Wiedererkennungswert. Genau. Und wenn ihr wirklich an jemanden vorbeiläuft, ihr werdet wahrgenommen nach eurem Duft. Und je länger ich rieche, desto öffnet sich besser. Und ist so richtig wie, wie sagt man dieses Wort? Barchatni. Samtig. Samtig. Ja. So umhüllend. wie klug diese wolkig, so Wolken hält sich zusammen, ja, genau, er zerstreut sich nicht, er hält sich so stark, wie sagt man Ukraine, wie, also wenn man die Luft schneiden kann, genau so ist das ein Duft, genau so stark, dick, aber dick, gefällt mir sehr, gefällt, wow, mir übrigens, ja, sehr. Ja. Ich liebe schon starke Düfte, ich liebe auch leichte Düfte. Ich sag mal so, der erste. Jetzt gegen das erste, nein, ist nichts. Deswegen habe ich ihn mir ausgespart. Also zum Schluss, weil nach diesem Duft riecht man gar nichts mehr. Nein. Ihr riecht gar nichts mehr. Ihr könnt keine Düfte mehr probieren, ihr riecht gar nichts mehr. Ist, ich sag mal so, auf dem Wattepads riecht sehr gut. Auf der Haut entwickelt sich natürlich wird das bestimmt was anderes, aber mir gefällt. Welche Note? Welche Note? Ich würde sagen 10. Ein wow! Ich würde sagen 10, weil ich mag schon etwas, wow, Starkes. Wenn ich irgendwo ausgehe am Abend, ist bestimmt, das kann man auch zum Date, aber Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, nicht zum Date, das ist eleganten Date auf jeden Fall. Gutes Restaurant. Ja. Nicht zum gute Konzert, trinken. Irgendwie Gala, Präsentation, irgendwo da, wo du Abendkleid, glitzernde Kleid anziehst auf jeden Fall. Ja. Schöner Ausschnitt, Kleid bis zum Boden, so sehe ich schon und, die Fantasie. Sehr klein dosiert, sehr klein, sehr gut. Auf pulsierende Stellen, nur ein Hauch. Wenn ihr mit diesem Duft euch zusprüht, ihr verscheucht eure ganzen potenziellen Männer, ja, finde ich. Wenn, ja, ihr übertreibt, ihr erschreckt alle. Also auf keinen Fall so übertreiben. So, das ist Nummer 1 bei mir. Dann ist der erste, ist Nummer 2 und dritte ist der... Das ist Alien. Alien Mask Mysteriös. Wow. Ich finde, riecht geil. Es riecht, na, so nicht. So riecht gut. Mir geil. Wow. Wow. Aufpassen, wow, bei der Flüssigkeit. Die Flüssigkeit ist orange. Genau. Nicht direkt auf Kleid, nicht auf Haut. Weiß, genau. Allgemein auf sagt man, Parfüm sollte man auf den Haut, auf weil Fall. Haut... Übrigens, wenn euch Parfüm nicht passt zu Haut, sagt man auf irgendwie welche Tuch vorsichtig, weil sonst verändert sich Duft auf jede Haut, es riecht anders. Und wenn du magst diese Duft, dann mach auf dem Tuch zum Beispiel irgendwo, dass du das bei dir hast. Ja, ja, um sich rum. Genau. Hat man dann. Genau. Also, der Gewinner bei uns ist Alien mit 10 Punkten. Platz 2 haben wir Montal Roses Mask. Eigentlich, hier sind nur 2 Noten, Rose und Moschus. Sehr schöner Duft. Und was haben wir? Platz 3 war Guerlain. Guerlain Terracotta, für mich ein... 1, 2, 3, 4. Ja, auf Platz 3. Achso, okay. Auf Platz 3, ja, 7 Punkte, Platz 3. Genau. Guerlain Terracotta. Wow. Also ihr seht, er wird geliebt. Das war übrigens ein Geschenk von dir, falls du dich noch erinnern kannst. Ich glaube, ja. Ich weiß, ich habe die bestellt. Ich habe gesagt, Mama. Beim Douglas bestellt. Er war, damals wurde gesagt, er war limitiert. Er war auch limitiert. Stimmt. Aber alle Blogger, alle Menschen, er war so beliebt geworden, dass sie ihn, er wurde nochmal eingeführt. Ich weiß weil er schon so sogar, war. Mit wem habe ich das abgeholt. Bleibt ein Geheimnis wahrscheinlich. Aber natürlich. Also Freunde, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns. Ich danke dir, Mama, dass du dabei warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Falls euch dieses Video gefällt, wir werden bestimmt nochmal sowas abdrehen. Gerne. Hat dir Spaß gemacht? Aber natürlich. Schön. Also Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen Star von vorne, wo ich etwas rumbe. Wie man nicht mal über Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute machen wir ein... Hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen Stargast dabei. Das ist meine Mama. Однаковые помады нам остались? Нет. Шайка! Я покушаю, что у тебя... На, у тебя розово. На, у тебя твоя помада. Я твоя нам осталась. Ну, это другое, не моя.